So, Ladies and Gentlemen, wir haben kurz vor 1 Uhr nachts. Der Laden ist komplett leer. Extra aufgemacht für uns. Wie ihr wisst, habe ich übertrieben Bock, einen eigenen Döner rauszubringen. Als Handelsprodukt für euch alle. Und ich habe die. So, Ladies and Gentlemen, es ist soweit. Ich will meinen eigenen Döner rausbringen. Für euch alle. Überall. In ganz Deutschland. Und ja, Mann. Hab jetzt die ganze Zeit geschaut. Ich habe natürlich ein paar Voraussetzungen, wie der Döner sein soll. Was das für ein Döner sein soll. Was das für ein Fleisch sein soll. Was es für Soßen sein sollen. Was es für ein Brot werden wird am Ende. Und habe mir jetzt sehr lange Gedanken gemacht. Eine ganz, ganz wichtige. Und jetzt bekommt ihr auch euren Döner. Ich habe mich schlau gemacht, auch wer meine ganzen Ideen umsetzen kann. So bin ich auf die Jungs von Green Kebab gestoßen. Hab denen was angeboten. Hab denen ein bisschen was auf den Tisch gelegt. So sind wir zusammengekommen. Wir haben gemeinsam die Firma gegründet. Und die Jungs waren schon vor mir dabei, Döner rauszubringen als Handelsprodukt für alle Supermärkte. So, Ladies and Gentlemen, es ist soweit. AZ Green Kebab. Das Produkt ist fertig. Wow. Balkanbrot. Low Carb. Für die Fitness Freaks. 1 Kilo Beef. Das Family Pack. 1 Kilo Chicken. Das Family Pack. Und hier haben wir Chicken und Beef nochmal. Als 250 Gramm Variante, die normale. 100% ohne Geschmacksverstärker. Und damit ihr das seht, gegrillt, vom Spieß geschnitten. 100% ohne Geschmacksverstärker. Ohne Zusatzstoffe. Das ist die Beef-Variante. Halal. Das gleiche. Auch für Chicken. Ja, Mann. Hier sind unsere Soßen. Auch die clean, ohne Zusatzstoffe. Einmal die Fresh Kebab Soße, Chili und die Classic mit Knoblauch. Ihr wisst Bescheid, Alter.